Servus miteinander, mein Name ist Peter Schacknert, ich bin Geschäftsführer von der Schacknert Elektronik GmbH und heute optimieren wir ein MP2 Actros 2646. Wir haben einen wunderschönen MP2 Actros Baustellenkipper da. Ihr seht ja, der hat schon gut was geschafft auch. Der Kunde wollte ihm heute nochmal was Gutes tun, wollte ihm nochmal Motor- und Getriebeoptimierung verpassen. Also wir haben hier einen Mercedes-Benz Actros MP2, sagt man immer MP1, MP2, MP3. MP2 kann man zum Beispiel hier oben an dieser durchgehenden Sonnenblende an der alten erkennen, dass er MP2 vorgestellt ist. Ist ein 2646, also 460 PS Grundleistung und 2200 Newtonmeter Originaldrehmoment, 11,9 Liter, Motorerkennung OM501. Also sind, wie gesagt, die 11,9 Liter, das ist der zweitstärkste in der Leistungsklasse. Die Motoren gibt es mit von 330 bis 480 PS. Also ist wirklich alles der gleiche Motor, ist ein V6 Motor. Mercedes hat in der Serie V6. Mercedes hat in der Serie V6 und V8 Motoren damals gebaut. Ist ja heute nicht mehr üblich, heute gibt es ja kaum noch V8. Außer Scania baut heutzutage eigentlich keiner mehr V8 Motoren. Ist ja baulich bedingt, weil rein 6-Zylinder einfacher zu bauen sind, weil man das im Baukastenprinzip machen kann, zwischen einem einzelnen Hubraum. Ist für die Hersteller halt auch einfacher und für die Kunden auch besser, weil dadurch kann man natürlich auch Geld sparen. Das ist noch eine alte Telegen-Schaltung. Also mit Kupplungspedal, wo man vorwählen kann. Ich finde es ein richtig geiles Getriebe. Das ist Klacken immer, Klack, Klack, die Gänge vorzuwählen. Also das ist wirklich eine sehr gute Baureihe damals gewesen. Ich hatte ja in anderen Videos auch schon erklärt, dass die einzige Schwachstelle bei den Motoren, also alles was Steckpumpen, also Pumpe, Leitung, Düse ist, dass die Einspritzdüsenprobleme haben. Also darum sage ich ja, wichtig ist bei denen, Motoren, dass man rechtzeitig die Düsen ertauscht, weil da auch die Spritzbilder dann nicht hundertprozentig passen. Und da gab es ja früher immer diese Löcher im Kolben beim 501 und 502 Motor und das lag tatsächlich an die Einspritzdüsen. LKW hat 750.000 Kilometer knapp. Einspritzdüsen wurden eben noch nicht getauscht. Darum interessiert es mich heute selber mal, was wir jetzt tatsächlich da an Eingangsleistung haben. Ich glaube, unabhängig von dem, was wir jetzt messen, wenn die Düsen hier passen, kann sowas auch ruckzuck sich mal 50, 60 PS nach unten bemerkbar machen. Man hört es dann auch am Klang vom Motor. Man sieht dann auch am Auspuff, dass man, also nur für die Kunden, auch, dass man es versteht, wenn man leichte Rußbildung dann immer stärker schleichenden Prozess hat, dass die Rußbildung immer stärker wird, ist meistens ein Indiz, dass tatsächlich wirklich die Einspritzdüsen kaputt sind. Aber so generell haben das Picobello Motoren, einer für damalige Verhältnisse von den Kraftstoffverbrauch her sehr gut gewesen. Wobei der Kunde halt jetzt gesagt hat, er will dem Auto halt einfach nochmal was Gutes tun, will den nochmal von uns auch wirklich durchchecken lassen. Im Ganzen auch, ob die Düsen Probleme haben, ob der Turbolader, ob alles noch richtig funktioniert und das werden wir jetzt auch mit der Messung machen. Ihr seht es ja vom Fahrgestell, es ist ja 6x4, alles ja wieder zwei angetriebene Achsen. Ist ein Kipper vorgestellt, also ein Baustelleneinsatz. Ihr seht ja hier mit den Außenplaneten. Wir messen wieder an diesem Rad hier, also eigentlich auf diesen 10 cm hier, messen wir tatsächlich wieder die Leistung. Die letzte Achse dreht frei. Wir messen auf jeden Fall mal die Radleistung. Ich kann euch zeigen, dann beides Motor und Radleistung, dass ihr mal wieder das Verhältnis erseht, was wirklich vom Motor zur angetriebenen Achse, was tatsächlich an Verlustleistung eben dabei ist, dass man sich da mal vorstellen kann, was so ein Antrieb auch schluckt. Weil, wie gesagt, Außenplaneten ist die schwerste Achse, was es gibt, ist aber halt auch die robusteste. Also darum gerade im Baustellenbereich macht das auf jeden Fall Sinn. Der andere hat ihn schon abgespannt, seht ihr hinten Wecker. Wir haben die Achse nur mit dem Hydraulikzylinder jetzt nach unten gezogen, dass wir auch keine Traktionsprobleme haben. Wir messen durchgesperrt, also längs durchgesperrt, dass wir halt auch, dass die hinteren Räder gleich drehen, dass man da auch den Verlust eben mit ausrechnen kann. Darum sieht man die Achse hier, die letzte, die dreht leer durch, die messen wir nicht mit. Darum haben wir hier nur die Wirbelstrombremsen. Gut, soweit alles erklärt. Wir machen jetzt die Eingangsmessung.
Dann lesen wir das Fahrzeug aus, programmieren wir es um, machen wir die Ausgangsmessung, parametrieren dann die Kupplung und die alten Telegent, die konnte man auch gut einlernen von der Kupplung her. Tut die Autos auf jeden Fall auch nochmal gut. Dann würde ich sagen, starten wir eins und dann sehen wir uns auch am Monitor wieder. Wir haben die Eingangsmessung jetzt gemacht. Wir haben trotzdem die Vorderachse jetzt mit abgespannt, dass wir in 4WD messen, dass alle durchgetrieben sind, weil der ein bisschen Probleme mit ABS-Schalter gehabt hat, weil die Vorderachse nicht mit drin ist. Also jetzt haben wir ihn trotzdem durchgesperrt, mit allen Rädern angetrieben gemessen. Wir schauen uns jetzt ganz kurz die Eingangsleistung an. Also ich hatte gesagt, bin selber jetzt einmal gespannt, was er hat tatsächlich in der Eingangsleistung. Wundert mich tatsächlich. Also das Ding hat mit 750.000 Kilometer und immer noch die ersten Einspritzdüsen tatsächlich knapp 460 PS, also 458 und 2229 Newtonmeter Drehmoment. Untenrum kann man hier im Diagramm erkennen, das hat auch der andere gesagt, mein Monteur, beim Rausbeschleunigen, da merkt man, dass ihm was fehlt, dass er schwach ist. Also das werden wir uns speziell jetzt auch gleich nochmal unter die Lupe nehmen. Ihr seht jetzt hier unten, wir haben hier wieder von 800 bis 2000 Umdrehungen. Hier links sehen wir die PS-Achse und hier rechts sehen wir die Drehmomentachse. Also ihr seht hier, sein maximales Drehmoment hat er eher bei 1200 Umdrehungen, was relativ spät ist. Das sollte er eigentlich schon bei 1000 Umdrehungen haben und das ist auch gerade, was der Kunde ja bemängelt oder was der andere am Prüfstand gemerkt hat, dass der unten nicht richtig aus dem Quark kommt. Und das ist ja genau da, wo die Autos anfangen, Kraftstoff zu verbrauchen. Wenn die in untere Drehzahlbereiche kommen, man muss permanent immer zurückschalten. Das ist ja, was die Motor eigentlich ineffizient macht, weil Dieselmotor lebt halt vom Drehmoment. Und das ist immer eine ganz einfache Formel. Jede Umdrehung braucht Erfüllung. Wenig Drehzahl ist wenig Kraftstoffverbrauch. Wir werden jetzt versuchen, hier untenrum das Drehmoment anzupassen, dass er hier linear läuft. Klar, maximales Drehmoment, wenn wir so 200-300 Newtonmeter dann irgendwo schauen, dass wir mehr haben und werden hier oben wieder in Serie fahren. Auch nicht zu viel, weil der Kunde will das Auto ja noch länger fahren, dass wir auch wie gesagt, vom Motorverschleiß, Getriebeverschleiß da nicht überbeanspruchen, das Fahrzeug auch. Ich hatte ihm trotzdem aber gesagt, die Einspritzdüsen soll er auf jeden Fall mal tauschen lassen, weil wenn er jetzt schon so eine gute Eingangsleistung hat, wird er mit den Düsen natürlich auch nochmal ganz anders laufen. Und viel effektiver sei auch vom Verbrauch her nochmal. Gut, dann würde ich jetzt sagen, der André nimmt euch jetzt einmal kurz mit, zeigt euch, wie das auslesen geht, ladet mir das dann auch hoch, dann programmieren wir es um und flashen wir es auch wieder rein und wir sehen uns dann einfach wieder bei der Ausgangsmessung am Monitor. So, dann nehme ich euch mal mit, wie das hier alles so funktioniert. Um die MP2 bzw. MP1, MP2 und MP3 über OBD auslesen zu können, brauchen wir ein spezielles Kabel. Es geht nicht mit dem normalen OBD-Kabel. Gehen wir hier mal rein in den schönen Daimler. Da haben wir hier unsere OBD-Schnittstelle. Wichtig ist immer natürlich für uns, damit wir einmal aus dem Steuergerät unsere wichtigen Daten auslesen können. Für mich ist das jetzt Standard, also gerade die Fahrzeuge, die optimiere ich sehr gerne, weil der Ablauf sehr einfach, sehr schnell ist und der Kunde hat danach einen riesengroßen Unterschied und ist extrem glücklich nach der Probefahrt. So, was ich jetzt mache, ist eigentlich nur die Daten sichern. Einmal sowas wie Wegfahrsperre etc. pp. Falls beim Schreiben, wenn wir nachher das Kennfeld neu beschreiben, irgendwas verloren gehen sollte mit einer Bit-Kommunikation. Da werden ja Millionen von kleinen Nullen und Einsen wieder reingeschrieben und wenn da eine Zahlenfolge verdreht ist, haben wir natürlich dann ein Problem und der LKW steht. Wenn wir sozusagen unsere wichtigen Daten gelesen haben, wie es hier EEPROM, dann lesen wir einmal das Kennfeld aus. Das dauert jetzt auch nochmal 2 Minuten. Das geht Gott sei Dank hier recht schnell. Wenn man das jetzt so sagen kann, bei den älteren Fahrzeugen, in Anführungszeichen älteren, haben wir eine Kennfelddatei, die ungefähr so groß ist wie ein Musiklied.
könnte man sich nur also vorstellen, wie so eine MP3-Datei. Und bei den neuen Fahrzeugen ist es dann doch das Vierfache schon. Also es ist echt ein großer Unterschied, was da noch dazugekommen ist. Allein die ganzen abgasrelevanten Kennfelder. So, perfekt. Dann lese ich das jetzt aus. Dauert 2 Minuten, läuft jetzt zum Balken durch und dann sehen wir es gleich im Büro. So, wichtig für mich, ich habe den Datenstand jetzt gelesen. Jetzt schicke ich es dem Peter. Wenn ich im Außendienst bin, habe ich auch mal meinen Laptop dabei, egal wo wir sind. Dann verbinde ich das jetzt einfach wie einen USB-Stick. Dafür nehme ich euch mal mit in den Entwicklungsraum. So, jetzt lese ich das einfach aus wie eine Datei. Dann schicke ich es dem Peter. Der Peter programmiert das dann um, dass wir auch wirklich den Kraftstoff sparen, aber auch sozusagen untenrum schönes Drehmoment haben und trotzdem auch einen spritzigeren LKW. Denn es ist ja so, wir haben hier Baustelleneinsatz, große Achsen, dann auch durchgesperrt die Außenplaneten und gerade die älteren Fahrzeuge werden von Update auch immer ein bisschen schwächer, ein bisschen träger. Und das machen wir jetzt weg und dann sehen wir es gleich auf dem Prüfstand. So, da bin ich wieder. Der Peter hat uns jetzt die modifizierte Datei zurückgesendet. Die habe ich jetzt hier in mein Genius geladen. Mit dem Genius kann ich sozusagen jetzt entscheiden, ich möchte jetzt diese Datei in das Motorsteuergerät reinschreiben. Und da wir schnell unterwegs sein wollen, mache ich das jetzt partiell. Da nehme ich euch jetzt mal mit. So, einmal connecten. Dann geht es hier rüber, die Zündung. Perfekt. Der Ignition. So, jetzt lädt das hier, haben wir so eine Sanduhr. Dann kommt die Funktion Schreiben. Mod 12 ist für uns eine interne Bezeichnung für die Software jetzt hier. Jetzt haben wir hier nochmal wichtige Informationen wie OM501LA. Das ist der Motor, der Softwarestand etc. pp. Ersatzteilnummer auch zum Beispiel. Gehen wir jetzt auf OK. Weiter schreiben. Das möchte ich tun. Ich möchte partiell schreiben. Partiell sind sozusagen nur die kleinen Datenblöcke, die wir auch verändert haben. Das dauert das Beschreiben von dem Motorsteuergerät nur ganz kurz. Kann nicht mal ein Espresso dabei trinken. So, partielles Schreiben. Ja, zur korrekten Funktion des Protokolls muss man ein Ladegerät eigentlich anschließen. Ist ein Sicherheitshinweis von dem Hersteller von diesen Geräten. Identifikation Steuergerät. So holt er sich sozusagen nochmal die Information. Ist das wirklich das, was ich vorhin gelesen habe? So, jetzt wollte er, dass ich die Zündung ausschalte. Dann kann er sozusagen nochmal zwischen den Bits ein bisschen besser wechseln. Programmierung des Steuergerätes. FPF File Mod. Jetzt muss ich nochmal die Zündung ausschalten, weil dieses Steuergerät wird bei Zündung ausbeschrieben. Das geht ratzfatz, wie man jetzt gleich sehen kann. Das fängt schon an, 22 Sekunden dauert das tatsächlich. Und das Steuergerät wurde korrekt beschrieben. Perfekt. Genau das möchte ich sehen. Einmal bestätigen. Und dann starten wir mal den OM501. Das ist einfach klagenunglaublich. Nicht zu vergleichen mit den neuen Euro 6 Motoren. Und dann sehen wir uns gleich bei der Ausgangsmessung. Wir haben die Ausgangsmessung jetzt gemacht. Wir gucken uns das jetzt nochmal zusammen an. Ich setze jetzt hier wieder ganz kurz unten wieder von 800 bis 2000 Umdrehungen, sind wir wieder die gleiche Drehzahl. Ihr seht hier die pinke Kurve unten, das ist original. Und die pinke Kurve oben ist eine originale PS-Leistung. Wir sehen hier unten immer das Drehmoment und oben dazu linear, also mit steigender Drehzahl, auch die steigende PS-Leistung. PS-Leistung interessiert uns aber eigentlich nicht so. Für uns ist immer das Drehmoment entscheidend. Wie eben schon gesagt, der Dieselmotor lebt ja vom Drehmoment. Ihr seht es jetzt hier. Wir haben jetzt eine Änderung von 460 PS auf knapp 522, also 80 PS mehr. Das ist ja im Schnitt immer, was ich so sage, was eigentlich für die Motoren optimal ist. Und knapp 300 Newtonmeter mehr Drehmoment. Das ist auch so, habe ich halt rausgefahren über die letzten Jahre, dass wenn du gerade so diese 300 Newtonmeter mehr hast, da haben die Autos eigentlich am besten vom Verbrauch und auch am besten vom Verschleiß her. Also da haben die am wenigsten Probleme und so laufen die am stabilsten. Ganz kurz zu der Kurve. Ich habe gesagt, ich hätte gern hier, dass er linear noch besser mit rauszieht, dass er schneller sein maximales Drehmoment eben hat. Aber hier unten schnürt sie ihm trotzdem irgendwie die Luft zu. Also ich habe jetzt über die Milligramm pro Hub ausgelesen, auch, dass er unten schafft er die Menge einfach nicht. Das kann gerade dieses Problem auch sein von den Einspritzdüsen. Also ich sage mal, wenn der Kunde die Düsen gemacht hat, werden wir den wahrscheinlich unten durch die Einstellung unten auch deutlich besser rauskommen lassen auf dem Drehmoment. Also
ich denke mal, wenn wir den am Prüfstand, ich muss mit dem Kunden mal sprechen, vielleicht in 2-3 Monaten dann wirklich am Prüfstand nochmal messen, wird die Kurve automatisch unten schon besser sein, weil er einfach die Menge nicht schafft. Über Lambda-Korrektur, dass er auch nicht anfängt zu rusen, fängt er dann einfach unten an, das auch zu begrenzen. Aber trotzdem, Kurve ist sauber, ist ein Top-Ergebnis. Ich sag mal, ich würde trotzdem mit dem Drehmoment auf jeden Fall in dem Einsatz 3-4 Liter Kraftstoff einsparen. Also wie gesagt, ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Mit den Düsen muss ich mal eben gucken. Vielleicht machen wir dazu nochmal ein extra Video, wenn die Düsen getauscht sind, dass man vielleicht diese Unterschiede tatsächlich einmal sieht, was dann da passiert. Dann würde ich jetzt sagen, zum Schluss parametrieren wir noch das Getriebe. Die haben ja mit Kupplung, Einlerner haben die über so eine Kombination am Schalthebel. Das machen wir jetzt noch. Dann schalten die ja wieder viel besser, lassen vom Kupplungspunkt her besser kommen. Und dann haben wir im Prinzip auch schon fertig mit der Motor- und Getriebeoptimierung. Wir sind am Ende unseres Videos wieder angekommen von der Motor- und Getriebeoptimierung vom MP2 460er Actros. Ihr seht es ja selber für die Kilometerlaufleistung, was wir heute die Eingangsmessung gemacht haben, also wirklich trotzdem beeindruckend, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, der hat einfach weniger, weil mit der Kilometerlaufleistung, mit den Düsen, Verschleiß und Turbolader haben die eigentlich dann auch weniger, kann aber auch damit zum Teil, wenn die Autos gut gepflegt sind, gewartet sind und immer alles schön gemacht ist, Ölwechsel, alles, dass die halt ihre Substanz auch von der Leistung her behalten. Wenn euch dieses Thema interessiert hat, zur Motor- und Getriebeoptimierung, schaut gerne rein unter der Internetseite www.schacknert.de. Wir können euch auch gerne telefonisch beraten, schreibt gerne E-Mail oder auch per WhatsApp. Vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao.